Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich dir Erkenntnisse zu einer Textverarbeitung, nämlich 2016, vermitteln möchte, die du benötigst, um eine vorwissenschaftliche Arbeit, Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben zu können. Ja, hier bin ich in meinem Dokument angelangt. Wir haben schon einiges dabei gemacht. Und ich möchte jetzt hier diesen Bereich hier vorne dann als Titel verwenden. Und praktischerweise gibt es in der Registerkarte Staperwert 2016 schon eine Menge sogenannter Formatvorlagen. Ich habe hier eine Liste dann da. Und wenn ich hier so drüber fahre, den Cursor habe ich in dieser Zeile da unten stehen bei 1816. Machen wir vielleicht hier gleich diesen ganzen Bereich. Und dann hier bei diesem Formatvorlagen hineinfahre, dann siehst du, wie sich da unten dann die Vorschau verändert. Wenn ich hier auf Titel gehe, wird dieser Text wesentlich größer dargestellt. Wenn ich auf Untertitel gehe, kleiner, Überschrift so, Standard so. Und die Formatvorlage, die normalerweise bei den Texten verwendet, ist die sogenannte Standardvorlage. Wenn ich aber hier jetzt einen Titel haben möchte, dann kann ich diese Formatvorlage verwenden und der Text wird automatisch umgestellt. Ich kann diesen Text dann auch später dann noch, diese Titelformatvorlage kann ich später auch noch verändern. Machen wir hier die Titelformatvorlage. Gehe ich hierher, gehe dann in den nächsten Abschnitt. Du kannst dich erinnern, ich habe in der vorgehenden wieder einen anderen Abschnitt eingefügt. Den siehst du zur Erinnerung hier auf der Registerkarte Start, wenn du dieses Formatierungszeichen einblendet mit diesem umgedrehten P. Und hier, wenn ich hier hineinklicke, dann siehst du, habe ich hier diese Standardformatvorlage. Das heißt, je nachdem, welche Vorlagen ich verwende, wird der Text dann anders ausschauen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel hergeben würde, dann würde das hier ein anderes Aussehen bekommen und hier oben würde dann auch in der Registerkarte Status so angezeigt werden. Ich mache das jetzt hier mal rückgängig und habe dann wiederum hier die Standardvorlage. Wie man diese Formatvorlage ändern kann, zeige ich dir in einem nächsten Video.